In diesem Video habe ich mich von der größten Spinne Deutschlands beißen lassen, um zu demonstrieren, was da passiert. Und es ist alles ein bisschen anders gekommen, als es geplant war. Diese Spinne lebt in unserer unmittelbaren Nähe. Und manchmal können wir sie sogar direkt in unseren Häusern finden. Glücklicherweise sind diese Spinnen relativ häufig. Und so musste ich nur ein wenig rund um unser Haus herumsuchen. Zum Beispiel sind sie gerne hier an solchen Stellen. Auf der Suche nach Spinnen habe ich ein paar Kisten zur Seite geschoben und fand dann plötzlich etwas ganz anderes. Einen Skorpion. Genauer gesagt, einen Euscorpius italicus. Ich finde Skorpione extrem faszinierend. Kleine gepanzerte Giftkrieger sind das. Mit seinen Scheren kann er kräftig zupacken, Höhlen graben und während der Paarung seine Partnerin festhalten. Diese Scheren bezeichnet man auch als Pedipalpen. Solche Pedipalpen findet man auch bei allen anderen Spinnentieren. Allerdings sehen sie bei den unterschiedlichen Spinnentieren auch unterschiedlich aus. Bei den Spinnen sind die Pedipalpen klein und dienen als Tastorgan. Und den männlichen Spinnen dienen sie auch als Fortpflanzungsorgan. Ich werde mal hier runterklettern. Und sind auch auf Winkelspinnen. Und hier ist ein kleiner Bambuswald. Es hat nicht lange gedauert, da habe ich sie gefunden. Eine Winkelspinne. Diese Spinne gehört zur Gattung Degenaria bzw. Heratigena. Es gibt mehrere Arten, die auf den ersten Blick nicht ganz so leicht voneinander zu unterscheiden sind. Jedenfalls haben wir hier die größte Spinnengattung, die auch in Deutschland vorkommt. Große Tiere erreichen eine Beinspannweite von etwa 5 bis 10 cm. Wenn du eine kleine Winkelspinne im Haus hast und sie überlebt, wird sie dich die nächsten 3 Jahre lang begleiten. So alt werden diese Tiere nämlich. Die Spinnen bauen ihre Netze immer in einem Winkel und lauern in einem Trichter auf Beute. Darum nennt man sie auch Winkelspinnen. Seltener bezeichnet man sie hingegen als Trichterspinnen. Wenn ein Insekt in das Netz fällt, wird es von der Spinne erbeutet. Ich demonstriere das mal. Ich habe dazu ein Heimchen mitgebracht. Normalerweise müsste die Spinne sehr schnell herausrennen, das Beutetier holen und dann wieder sehr schnell in ihren Trichter zurückrennen und uns auf diese Art und Weise demonstrieren, was für eine extrem schnelle Spinne sie ist und dass sie tatsächlich zu den schnellsten Spinnen der Welt gehört. Hat sie aber nicht gemacht, stattdessen verhält sie sich ziemlich gemächlich und bietet uns eine großartige Show. Offensichtlich kommt diese Spinne mit dem Menschen ziemlich gut klar. Allerdings kommen manche Menschen mit der Spinne nicht besonders gut klar. Das ist der Spinne aber wurscht. Deshalb hält sie sich trotzdem gerne in unserer Nähe auf. Und insbesondere im Spätsommer passiert es häufig, dass vor allem die Männchen dieser Art sich in menschliche Behausungen verirren, weil sie in dieser Zeit nach Weibchen suchen. Ich zeig dir noch ganz kurz, wie du eine solche Spinne wieder einfängst, sollte sich mal ein Exemplar in deine Wohnung verirren. Nimm einen Becher, stell ihn über die Spinne und bewege ihn ein bisschen. Die Spinne läuft dann in der Regel freiwillig in den Becher hinein und du kannst sie nach draußen bringen. Viele fürchten sich vor Winkelspinnen, weil sie so groß sind. Ist diese Angst berechtigt? Schauen wir mal, was passiert, wenn ich diese Spinne auf die Hand lasse. Ah, nichts passiert. Die Spinne krabbelt über die Hand. Winkelspinnen sind nicht aggressiv. Man kann sie auch in die Hand nehmen. Hier lasse ich sie sogar in meinem Gesicht rumkrabbeln. Wenn die Spinne gestresst wird, stellt sie sich eher noch tot, als dass sie beißt. Ich wollte die Spinne in meinen Finger beißen lassen. Und es ist ein bisschen anders ausgegangen, als ich es eigentlich geplant hätte. Ich wusste, dass so etwas auch passieren kann und ich wusste auch, auf welches Risiko ich mich hier einlasse. Bitte mach mir solche Sachen nicht nach. Ich übernehme keine Verantwortung für irgendwelche Unfälle, die durch Nachahmung zustande gekommen sind. Erstens mal hat die Spinne nicht dann zugebissen, als ich es mir erwartet habe. So.
So, ich versuche jetzt. Jautsch! Autsch! Das hat jetzt mehr weh getan, als ich es in Erinnerung hatte. Ja, ich blute. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie selten sowas passiert. Normalerweise kommen die Tiere mit ihren Giftklauen nicht mal durch unsere Haut durch, an dieser Stelle zumindest. Und die hat es sogar geschafft, mit ihren Giftklauen ein Blutgefäß zu erwischen. Wie aber hat das Gift der Spinne gewirkt? Unmittelbar nach dem Spinnenbiss habe ich ein leichtes Pulsieren im Finger wahrgenommen, was darauf hindeutet, dass ich Gift abbekommen habe. Nach etwa einer Stunde ist mein Finger ein kleines bisschen angeschwollen. Nach etwa 3 Stunden war die ganze Sache auch schon wieder vorbei und nachher habe ich gar nichts mehr gespürt. Ein Bienenstich ist im Vergleich dazu viel schlimmer. Die Winkelspinne ist übrigens nur die größte Spinne Deutschlands, die von Natur aus in Deutschland vorkommt. Es gibt noch eine weitere ursprünglich exotische Spinne, die man mittlerweile immer wieder auch mal in Deutschland findet. Und sie ist noch um einiges größer als eine Winkelspinne. Wenn du wissen willst, was das für eine Spinne ist und ob sie gefährlich ist, schau dir gerne das Video hier im Abspann an. Schön, dass du wieder da warst. Bis zum nächsten Mal.